Bei mir dauert es nicht lange, da bin ich wirklich betrunken. 2010, da war ich im Puff. Janine, du kleine Mettwurst. Hat Neymar noch Interesse oder was ist das? Wenn unser Date richtig gut läuft, dann würde es ja vielleicht hier heute noch zu einem Kuss kommen. Respekt. Und damit herzlich willkommen zu Worst Date. Heute dürft ihr mir dabei zuschauen, wie ich ein wunderbares erstes Date mit Janine Uhlmann habe. Applaus für dich natürlich. Vielen Dank. Aber das können wir noch nicht wissen. Du bist wir können noch nicht wissen, ob das wunderbar ist. Ich glaube schon, dass es ganz schön wird. Ja, ich gehe jetzt aufwerfen. Ich habe mir aufgeschrieben, TV-Moderatorin, Kolumnistin, Schauspielerin und leidenschaftliche Bahnfahrerin. Ich habe gesehen bei Instagram, du fährst gerne Bahn. Mach dich mal sehr sympathisch. Sehr oft Bahn, das stimmt. Können wir jetzt mal anstoßen? Ja, cheers. Erstmal cheers, Janine. Schön, dass wir hier so mit diesen Ravioli. Hast du die selber? Die habe ich selber zubereitet. Ihr wollt die erste Frage stellen, okay. Singt darüber, was euch äußerlich überhaupt nicht am Gegenüber gefällt. Wir müssen jetzt singen, was uns nicht gefällt am Gegenüber. Bist du musikalisch? Überhaupt nicht. Ich kann schon gut singen, man sagt mir nach, ich habe eine Opernstimme. Ich finde auch, dass deine Stimme wirklich aber was ist scheiße an fast so überzeugend ist wie du selbst. Deine Kochkünste, muss ich sagen, mein Schatz. Ja. Vielleicht bald irgendwann sind mittelmäßig. Ich finde an dir alles toll. Außer ich finde, dass du zu klein bist für mich. Ich stehe auf große Frauen, auf Brigitte Nielsen. 2,2 Meter. Beschreibt die Handlung eures Lieblingspornos. Während ihr das tut, seid ihr 3 Jahre alt. Alto! Also da war ein Mädchen, das konnte ihre Miete nicht bezahlen. Und der Vermieter, der war böse, der wollte dann Geld haben. Und als sie dann das nicht zahlen konnte, da musste sie was anderes dafür tun. Da hat sie sich so nackig gemacht, als wenn ich ins Freibad gehe. Dann hat er gesagt, okay, dann setze ich mal auf mich drauf. Hat sich das Mädchen draufgesetzt und hat dann Cowboy gespielt oder so. Und er hat dann so Geräusche gemacht, als wenn er Schmerzen hat. Und was hast du so geguckt? Was findest du so gut? Dann? Also da war dieser Fernseher und dann hatte ich da diese Fernbedienung und da war da dieser Mann und der hat da geklingelt an so einer Tür. Da hat jemanden die Tür geöffnet, die Frau. Die war nackt. Die war nackt? Ja, eigentlich, aber die hatte so ein Tuch um. Ah, okay. Und dann ist er da so reingegangen und dann hat er einfach dieses Tuch genommen und hat das so und das runtergerissen. Einfach weggerissen. Aber der wird doch kalt. Ja, dann war ihr sehr kalt, das hat man auch gesehen. Und ja, dann. Sprecht offen über eure widerlichste Eigenart und seid dabei extrem flirty. Mensch, Janine. Oh. Ja. Erstmal finde ich es natürlich großartig, dass wir hier so ein tolles Date haben. Ja. Und es ist meine Ehre, mit so einer tollen Frau hier sitzen zu dürfen. Ja. Ich popel leidenschaftlich gerne. Und wie machst du das dann? Ich stecke mir den Finger hier, meistens ist es mein Ringfinger, deswegen auch das Siegel. Das ist mein Popelfinger. Dass es jeder gleich weiß, genau. Das ist der Finger. Auch, dass ich nicht vergesse, womit ich popel. Ja. Da gehe ich wirklich so rein. Ja. Und gehe wirklich fast bis ins Kleinhirn. Und was ist bei dir? Hast du ja, auch was? Also das ist gut, dass du erstmal kurz anstoßen, ja. Oder? Auf diesen tollen Moment. Cheers. Ich finde es schön, dass du so offen mit mir sprichst. Na sicher. Wenn ich sehr viel Buttermilch trinke zum Beispiel oder grundsätzlich Milch, dann habe ich so richtig schön Durchfall. Redet besoffen über euer krassestes Aftershow-Party-Erlebnis. Oh Gott, wo fängt man denn da an? Ihr müsst besoffen darüber reden. Ich war beim Echo. Oh Gott, ja, ich würde auch eher Echo wissen. Da habe ich. Vielleicht geht es ja um euch beide in der jeweiligen Geschichte. Vielleicht haben wir uns das schon mal kennengelernt. Du warst das! Ich bin wirklich übrigens, bei mir dauert es nicht lange, da bin ich wirklich betrunken. Okay, komm. Oh Gott, hab ich ja nie gesehen. Muss ja weg, oder? Ja, komm. Oh.
Respekt. Auch beim Echo habe ich Kerstin Ott getroffen. Und jetzt, wie geht's weiter? Was ist passiert? Hab's angesprochen, so, hör mal, Kerstin. Hast du Lust zu tanzen? Wollte sie nicht. Mein peinlichstes Erlebnis bei einer Aftershow-Party war mit Missy Elliott. Ah, okay. Was ist da passiert? Ist ja die amerikanische Kerstin Ott quasi. Das ist eigentlich für irgendjemanden auch ein Kompliment. Die auf so einer Box gedanced hat und ich dachte, geil, das ist, sie ist mein Spirit Animal, wie wir Party People so sagen. That's what we're talking about. Ich habe mich da irgendwie hochhieven lassen und ja, habe mit ihr da rumgedanced. Berichtet, wann ihr mal etwas nur wegen Kohle gemacht habt und baut in jeden Satz eine Wurstsorte ein. Also, Janine, du kleine Mettwurst. Apropos nur wegen Kohle gemacht, du hast auch ein neues Projekt im Fernsehen. Ich hab's mir aufgeschrieben. Ja. Wie lange ist für immer? Also grundsätzlich geht es sehr viel um auch Salamis, muss man ganz ehrlich sagen, weil es geht um Liebe. Es geht quasi um Salamis und auch ein bisschen Mett. Ah, das ist doch eine tolle Kombination. Das ist eine Kombination, die, das hat sich herausgestellt, dass es zusammenpasst irgendwie. Im ersten Teil geht es darum, warum wir uns verlieben. Warum verlieben wir uns Warum verlieben wir uns? Warum? Sag es mir bitte. Ich kann es dir nicht sagen, das ist Magie. Ist das in unseren Mettwurst-Genen schon so drin verankert? Ja, oder hat sich das irgendwie Hollywood in so einer Matt-Eagle-Trilogie selber überlegt? Und im zweiten Teil geht es darum, wie wir das schaffen, dass das eine haltbare Liebe wird. Und wie kann man es denn schaffen? Du hast ja auch Erfahrung mit langen Beziehungen. Das ist eine gute Frage. Aber ist natürlich bei dir ist auch was zerbrochen. Da ist auch, in mir ist auch viel zerbrochen. Ja, ich glaube. Deswegen habe ich hier ganz viel Wein und um die Wunde tatsächlich gibt es so ein paar Sachen, da kann man drauf achten. Zum Beispiel jetzt, wenn unser Date richtig gut läuft. Also richtig gut. Und ich finde, ich habe ein gutes Gefühl bis hierher. Dann würde es ja vielleicht hier heute noch zu einem Kuss kommen. Ja. Ne? Das wäre ja unser erster Kuss. Stimmt. Und wenn du dann aber merkst, so, nee, da habe ich nichts gefühlt, dann ist nicht schlimm, wenn wir uns jetzt nicht mehr treffen würden. Okay, was habe ich denn nur wegen der Kohle gemacht? RTL 2. RTL 2. Erzähl doch mal, was war dieses RTL 2-Projekt, was du nur wegen der Kohle gemacht hast? Ich gebe dir nur 2 Folgen. Es gab ein Format auf RTL 2, das war so ein bisschen auf Popstars angelehnt. Sag den Namen des Formats mal. Battle of the Bands hieß das Format. Und wir haben es jetzt nicht nur wegen dem Geld gemacht, aber das Geld war schon... reicht. Okay. Parodiert einen Promi und offenbart eine bisher geheim gebliebene Jugendsünde. Ja, kannst du parodieren, Janine? Ich kann überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Kennst du? Das ist das Einzige, was ich kann. Ich kann Dieter Bohlen eigentlich ganz okay. Ehrlich? Janine, ja, total geil. Geil? Du, ehrlich, du, vor ein paar Jahren, da war ich noch nicht mit der Carina zusammen. Ja. Du, da war ich noch ein kleiner Steppke, ehrlich, so in Tötensen. Und da war ich im Puff. Also, das passt irgendwie auch zur Darbietung. Ich war mit 13, 14, 13, mal ein Wochenende von, also ich komme aus Erfurt eigentlich, mit Freunden in Berlin, ohne jemandem darüber Bescheid zu sagen. Ah, okay. Einfach so. Dachte einfach, komm. Kennst du? So, ja, okay, kennst ja, Mario, du? Kenn ich, klar. Kennst du? Bist du einfach so abgehauen? Bin ich einfach mal abgehauen. So. Ja, das glaube ich. Jetzt zum Fazit, zweites Date, ja oder nein? Also ich muss sagen, du hast dir wirklich wahnsinnig viel Mühe gegeben. Mhm. Deine Trinkfestigkeit wirklich außerordentlich respektabel, oder? Gut. Ja. Das hat mich irgendwie überzeugt. Mhm. Ja, komm, ich habe nicht so... Ich habe gerade im Moment nicht so viele Dates, deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, ich bin, werde tatsächlich Hast bereit. Du Bock? Ja, absolut. Tja, Janine, da kommen wir nicht zusammen. Ich fand auch total nett. Ja.
ich würde sagen, wir können uns gerne mal noch mal so als Freunde treffen. Haben sicherlich total viel Spaß, wir sind irgendwie so ein bisschen seelenverwandt. Ich würde sagen, ich gebe dich frei. Hat Neymar noch Interesse oder was ist das? Apropos, es ist übrigens kein Wein aus der Pfalz, es ist ein portugiesischer Wein. Portugiesischer. Und wo spricht man Portugiesisch? Brasilien. Ich wünsche dir alles Glück auf deinem weiteren Weg. Traurig, aber du musst dich letztendlich entscheiden. Liebe Freunde, das war Worst Date mit Janie Ullmann und Benny. Applaus! Schreibt mal in die Kommentare, wie hat euch das Date gefallen? Gebt ihr dieser Liebe vielleicht eine Chance? Oben gibt's für euch ein Video von Bubbles. Erstes Date. Vorbei. Wie geht es weiter? Und unten gibt's für euch ein Video von uns. Ist das Mode oder kann das weg? Mit Yin Kalle. Arriba! Gebt einen Daumen nach oben für die Liebe. Euch noch einen wunderschönen Tag. Küsst euch. Tschüss. Aria.